freue mich sehr, dass so viele heute gekommen sind. Ich hätte überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Vor einer halben Stunde saß ich noch im Garten meiner Eltern, wo ich aufgewachsen bin, hier in Ennepetal. Und es regnete in Strömen und ich dachte, das wird nichts mehr. Und jetzt ist der ganze Marktplatz gefüllt und das ist wirklich wunderschön. Damit die Leute, die heute Abend gekommen sind, auch wirklich alle einen Sitzplatz haben, wäre es ganz toll, wenn sie wirklich nochmal zusammenrücken oder für diejenigen, die noch keine Sitzplätze haben. Hier stehen noch ein paar Bierbänke, die können gerne aufgebaut werden und sobald dann alle Leute einen Sitzplatz haben, würde ich dann auch mit dem Programm anfangen. Wir haben nämlich heute nicht nur den Film, den ich zeigen möchte, sondern auch zwei Musiker, die im Film die Musik gemacht haben, die in dem Film vorkommen. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen was über die Entstehung des Films erzählen. Und wenn es dann endlich dunkel genug ist, dann geht es auch damit los, weshalb alle jetzt gekommen sind, nämlich der Film, den wir vor fast anderthalb Jahren hier in Ennepetal gedreht haben. Also erstmal die Bitte, zusammenzurücken, Bänke aufzubauen, dass auch wirklich alle Leute im Platz sind. Vielen Dank. Da bin ich mir sehr sicher, dass das noch so sein wird. Genau. Also, ein Film fängt natürlich immer mit einer Geschichte an, die man erzählen möchte. In diesem Fall war die Stadt Ennepetal, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ein ganz starker Startpunkt, um eine Geschichte hier zu erzählen. Ich wollte einen Film machen, der ganz stark sich mit den Menschen, die hier leben, auseinandersetzt und der die Geschichten von den Menschen aufnimmt. So sind wir auch zu dem neuen Titel gekommen. Der neue Titel des Films ist nämlich 5 Dinge, die ich nicht verstehe. Das war am Anfang des Films eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich wollte von Jugendlichen wissen, was sind denn 5 Dinge, die ihr nicht versteht? Und bei dieser Suche nach Themen bin ich vielen interessanten Menschen begegnet, unter anderem auch Nur Atar, den ich jetzt gerne vorstellen würde, der in dem Film mehr oder weniger sich selbst gespielt hat. Ein junger Musiker aus Damaskus, der seit 3 Jahren hier in Deutschland lebt und Nur wird für uns jetzt ein Stück spielen und danach wird Imke Heimann die Bürgermeisterin begrüßen. Meine Damen und Herren, ich möchte erstmal Danke sagen. Ich glaube, dass Ennepetal gerade einen ganz tollen Eindruck gemacht hat, dass ihr da geblieben seid, dass ihr durchgehalten habt und dass ihr euch weiterhin auf den Film freut. Danke dafür. Ja, liebe Ennepetalerinnen, liebe Ennepetaler, natürlich auch liebe Gäste und vor allen Dingen natürlich ein herzliches Willkommen an das Team von Henning Beckhoff. Schön, dass ihr alle gekommen sind und schön, dass ihr heute den Abend mit uns gemeinsam hier in der Food Zoo verbringen wollen. Persönlich kann ich sagen, genauso stelle ich mir die Food Zoo vor. Schauen wir mal, ob wir das halten können. Ja, ein herzliches Willkommen, sagte ich. Wir haben heute ein ganz besonderes Ereignis im doppelten Sinne. Wir haben einmal eine Premiere, zum ersten Mal Open-Air-Kino und zum ersten Mal auch ein Spielfilm, der noch nicht veröffentlicht ist, den wir heute sozusagen öffentlich das erste Mal gemeinsam uns anschauen. Wenn ich daran zurückdenke, und mich erinnere, und dann weiß ich genau, wie es war, als Henning Beckhoff damals zu uns ins Rathaus gekommen ist und mit seiner Producerin, Frau Helbig, mir die erste Idee vorgestellt hat und gesagt hat, es könnte sein, dass ich eure Hilfe brauche. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe natürlich sofort gesagt, ja klar, das machen wir gemeinsam, das kriegen wir irgendwie hin. Und dass wir heute hier sitzen, heißt, wir haben es hinbekommen. Es ist ein großes Projekt geworden, ich glaube, das wissen wir mittlerweile auch. Was ich toll fand, war die Zustimmung von den vielen Ennepetalerinnen und Ennepetalern. Das ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt, dass da ein Ennepetaler Junge ist, der Hilfe und Unterstützung braucht. Und auf einmal wollten auch ganz viele mitmachen. Die Drehtage, die natürlich dann auf das Gespräch gefolgt sind, waren von viel Unterstützung geprägt, die aber, und das ist das Schöne, nicht unbedingt nur durch die Stadt gelaufen ist. Natürlich haben wir einige Anrufe bekommen, wo es hieß, könnt ihr da mal reden, könnt ihr da mal für einen Drehort sorgen oder wir brauchen das, das und das. Aber in der Hauptsache hat das Team das alles alleine auch auf die Beine gestellt. Die Finanzierung des Filmprojekts war durch Co-Funding bereits größtenteils gesichert. Drehorte standen fest. Öffentlichkeitsarbeit wurde vorbildlich betrieben. Und Kontakte zu hiesigen Unternehmen wurden auch aufgenommen und genutzt.
Und wenn es doch mal hakte, dann kam Henning Beckhoff mit seiner Kollegin, und das war ganz süß, mit dem Motorroller zu uns ins Rathaus, hat kurz unten geparkt, kam hoch, marschierte durch, kannte natürlich schon seine Leute bei uns im Rathaus und hat es geklärt. Und ich glaube, wir haben das gut gemeinsam hinbekommen. Vieles wurde auf kurzem Wege geklärt und ich denke, deswegen klappte es auch gut. Was das Besondere ist, das waren Sie, liebe Endebetalerinnen und Endebetaler. Sie haben ihn unterstützt, für Ihre Stadt sich eingesetzt. Die Drehorte haben Sie zur Verfügung gestellt. Das Team wurde verpflegt und untergebracht von Ihnen. Sie haben spontan sich bereit erklärt, als Statisten im Film mitzuwirken. Respekt, wir werden das gleich mal sehen, ob Sie sich wiedererkennen. Natürlich, und das ist das Besondere, der Film ist natürlich auch etwas Ernstes. Der Film setzt das Thema Heimat und Erwachsenwerden in ein anderes Licht. Der ursprüngliche Filmtitel war Die Grenzen der Stadt. Aber ich glaube, Henning Beckhoff hat gemerkt, dass Ennepetal mit Grenzen der Stadt nichts zu tun hat. Und von daher hat er sich gedacht, komm, ich ändere mal das Thema. Gott sei Dank, er hat einen neuen Namen bekommen. Und ich glaube, 5 Dinge, die ich nicht verstehe. Ich bin total gespannt, was da kommt. Ich möchte natürlich jetzt nicht ganz lange die Rede halten. Es wird langsam dunkler. Wir haben noch etwas vor mit Ihnen, eine Kleinigkeit. Aber Sie sehen neben mir, der junge Mann von der AVU hat auch noch was dabei. Ich möchte als erstes natürlich oder als letztes mit einem Zitat enden. Roman Polanski hat mal gesagt, ich bin wie ein Koch. Wenn ein Film fertig ist, setze ich mich hin und schaue, ob die Sache den anderen schmeckt. Ich wünsche uns heute eine Geschmacksexplosion. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Lassen Sie uns gemeinsam nachher den Film genießen. Jetzt beginnen wir erstmal mit einem kleinen Film von der AVU als Hauptsponsor und damit übergebe ich. Schön, dass Sie da sind und danke, dass Sie da sind. Vielen Dank, viel Spaß beim Film. Ich habe gerade was vergessen. Entschuldigung, ich habe noch eine Kleinigkeit für Henning Beckhoff und sein Team. Natürlich den guten Böen tropfen. Jetzt muss auch Ihr Töten schon, ich weiß, deswegen. Er ist wirklich sehr lecker. Lasst ihn euch schmecken, wenn alle hier sind. Setzt euch mal hin und genießt den Moment. Das ist für euch. Danke euch. Gesagt hat, war natürlich hier die Stadt ganz, ganz wichtig, um diesen Film überhaupt umsetzen zu können, aber da waren noch viele andere, die ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Und ich würde gerne mit den Schauspielern anfangen und in unserem Film geht es natürlich vor allem um einen Jungen, die Hauptfigur des Films, Johannes, 15 Jahre alt, der in der Kleinstadt lebt, seinen Jagdschein machen soll, aber nicht so recht weiß, ob er in diese Welt überhaupt hereinpasst. Ich würde gerne Jerome Hirthammer, der in unserem Film die Hauptrolle gespielt hat, nach vorne begrüßen und im Applaus. Ja, hier ist er. Wir werden ihn gleich über 70 Minuten lang sehen auf der Leinwand. Wahrscheinlich ganz, ganz anders, als wir ihn jetzt gerade in dem gelben Müllsack erstaunen können. Das Casting für diesen Film war sehr, sehr aufregend und hat sehr lange gedauert. Wir haben ja damals in der ganzen Stadt nach Jugendlichen gesucht und Jerome habe ich tatsächlich nicht in Ennepetal getroffen, sondern in Berlin, wo jetzt meine Stadt ist, in der ich lebe. Aber passend dazu möchte ich jetzt überleiten zu Michelle Thiemann, die ich tatsächlich hier am Reichenbach-Gymnasium kennengelernt habe bei einem Casting, die auch eine der Hauptrollen gespielt hat. Komm bitte zu mir nach vorne. Henning Flüßlo, Viktoria Schulz, Nur Attar, Magdalene Dapper würde ich auch gerne begrüßen, an meine Seite zu kommen. Ja, hier seht ihr die Gesichter, schaut sie euch ganz genau an, sie werden gleich im Film ganz anders aussehen. Das sind die Gesichter unseres Films. Ich bin sehr froh,
dass wir hier sind. Das ganz Besondere bei diesem Film war, dass hier professionelle Darsteller mit Laien zusammengearbeitet haben. Michael Thiemann zum Beispiel und auch Noah Atahi zum allerersten Mal von der Kamerastellung. Und natürlich kommt mit Magdalena Dapper. Und das war eben so toll, als wir diesen Film gemacht haben, aus was für verschiedenen Lebensbereichen und Stadtteilen wir auch die Leute dann getroffen haben. Michael kommt aus Breckerfeld, Noah hat damals in der Hagener Straße gewohnt und Magdalena wurde mir dann ein Foto geschickt. Ich erinnere mich noch gut daran aus Gebelsberg und ich sah ein Foto von Magdalena davon und dachte, ach, das ist sie, das ist die perfekte Oma. Die Oma, die jeder haben möchte und genau, so werden Sie sie auch gleich im Film dann erleben. Auch bei Ihnen war es, bei dir war es doch die erste Hauptrolle, oder Magdalena? Ja, es gibt natürlich, ich kann jetzt nicht alle nach vorne holen, aber ich möchte mich trotzdem auch ganz herzlich bedanken bei den vielen Gruppen, Vereinen, die mitgemacht haben. Ganz vorn dabei waren natürlich die Jäger aus Ennepetal, die uns da unterstützt haben. Einmal der Bläserkorb des Jägerringen Ennepetal, aber ansonsten auch viele andere Jäger, die uns zum Teil mit ihrem Fachwissen weitergeholfen haben, die zum Teil auch bei großen Szenen mit vielen Komparsen bei schlechtem Wetter und früh morgens schon für uns herausgezogen sind, um im Film mitmachen zu können. Außerdem natürlich vom Reichenbach-Gymnasium eine Schulklasse, mit der wir zusammengearbeitet haben, die dann die Schulklasse abgebildet hat, in der unsere beiden Darsteller natürlich dann noch zur Schule gehen. Und nicht zu vergessen die Saunagäste aus dem Schwimmbad Platsch, die selbst spontan bereit waren, sich nackt vor der Kamera zu zeigen. Ich möchte jetzt nach vorne bitten, weitere Mitglieder aus dem Team, und zwar Genia Krasnick, Jana Hellwig, Sabine Panossian, Gunnar Rosso. Philippa Golz, Nathalie Sornecke, Anna Julia Kachunga, Johnson McLeod, Josefina Lindner und Erik Peter. Sowie Frauke Köster, Jutta Raffnendoll, Sabine Hoffmann-Beckhoff, Carola Sondermann, Salvatore, falls er da ist, Sarah Beckhoff und Hans-Josef Beckhoff natürlich. Genau, ich fange jetzt einfach mal dort an und arbeite mich dann durch. So, genau. Ja, natürlich ist. Oh, ich muss leider hier stehen bleiben, sonst gibt es eine Rückkopplung. Natürlich ist so ein Film nur möglich, wenn man eine ganz, ganz tolle Familie hat. Und die habe ich Gott sei Dank. Ich habe riesige Unterstützung erhalten von meinem Vater, von meiner Mutter, von meinen Tanten. Ganz links, Carola Sondermann. Daneben mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, die im Film die Standfotos gemacht hat, die verantwortlich ist für diese wunderbaren Plakate, die hoffentlich bald nicht nur in Ennepetal, sondern auch in anderen Städten hängen werden. Und genau, vielen Dank an meine Familie, auch an Viktoria Schulz und August Schulz, mein Sohn, der übrigens gestern Geburtstag hatte. Und genau, vielen Dank für die Unterstützung. Nils steht da. Nils hätte eigentlich heute noch für uns Musik gemacht unter seinem Künstlernamen Johnson McLeod. Wir werden heute von ihm Musik im Film hören. Er hat die Radiomusik gemacht, die wir im Film immer wieder hören werden. Nils kenne ich jetzt auch schon viele Jahre. Und er hat mit der Band The Blue Angel Lounge damals aus Hagen Musik gemacht, die uns als Jugendliche sehr geprägt hat, die für mich also sehr wichtig war, dass sie im Film auch vorkommt. Vielen Dank dafür. Frauke Köster möchte ich natürlich erwähnen, zu der meine ganze Familie und ich auch schon immer zum Friseur gegangen sind, die dann sich bereit erklärt hat, dem kompletten Team, sozusagen allen Darstellern die Haare zu schneiden, mit mir die Frisuren zu besprechen und uns zu unterstützen und somit auch den Look des Films zu bestimmen. Vielen Dank. Nathalie Säumecke war bei uns
eigentlich die helfende Hand bei allem, hat uns immer unterstützt, wenn es irgendwo Not gab. Und dafür vielen, vielen Dank. Noch eine Frau, bei der ich mich ganz, ganz besonders bedanken muss, ist Anandia Katschunga. Das ist die Frau, mit der ich wahrscheinlich die meiste Zeit in den letzten Wochen und Monaten verbracht habe, weil sie den Film geschnitten hat. Also sie hat alle Bilder gesichtet, sie hat das ganze Material gesehen. Niemand kennt die Stadt wahrscheinlich so gut wie sie. Sie hat die Bilder 1000 Mal gesehen, sie hat auch viele Gesichter aus dem Film 1000 Mal gesehen. Leider auch viele rausgeschnitten. Seid mir nicht böse, wenn der eine oder andere sich nicht wiedererkennen wird oder gar nicht sehen wird. Genau, das ist Anna, die den Film geschnitten hat. Philippa Golz ist auch eine der Menschen, die uns am Set bei allem und immer geholfen haben, die Regieassistenz gemacht hat, die einfach überall ausgeholfen hat, wo es nötig war. Vielen, vielen Dank. Gunnar Rosso direkt neben mir. Was wäre ein Film ohne Licht? Und Gunnar war verantwortlich für das Licht im Film. Er hat die Räume beleuchtet, er hat uns Orte so erschaffen, wie wir sie sonst vielleicht gar nicht wiedererkennen würden, also vor allem in den ganzen Innenaufnahmen. Wir hatten ja ein ganz großes Set, einen Bauernhof, auf dem die Geschichte spielt, den hat er sozusagen zum Leben erweckt. Vielen Dank. Und noch so eine Frau, Sabine Panossian, die gerade den Gunnar in den Arm nimmt, ist die Kamerafrau, mit der ich jetzt schon bald meinen 4. Film drehe. Diese Woche drehen wir im Endeffekt noch einen Dokumentarfilm. Und einen kurzen Dokumentarfilm nur. Und genau, wir arbeiten jetzt schon lange zusammen und das macht mich sehr froh. Vielen Dank. Genau, Johanna Ungarten, vielen, vielen Dank auch für deine Hilfe. Auch du warst eine von denen, die uns, wo immer du konntest, unterstützt hast, die auch damals noch aus der Heimat, aus Breckerfeld, dazugekommen ist, die immer wieder diesen weiten Weg gefahren ist, um uns ans Set begleiten zu können. Vielen, vielen Dank. Genau, jetzt kommen wir zu den beiden Frauen, Genia Krasnick und Diana Helwig, die den Film mit mir produziert haben, die von Anfang an mit dabei waren. Ohne die das Ganze natürlich nicht möglich gewesen wäre. Imke Heimann hat ja schon erzählt, wie das Ganze angefangen hat, dass wir gemeinsam immer wieder in die Stadt gefahren sind. Das ist ein Riesenaufwand, das können Sie sich sicher vorstellen, bei all den Leuten, die Sie hier sehen, so einen Film umzusetzen. Ohne die beiden wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, all diese Menschen hinzubekommen, aber auch inhaltlich so einen Film so zu stemmen, denn natürlich waren auch an der Geschichtsentwicklung die beiden beteiligt. Vielen, vielen Dank. Frank Massanelli, ein treuer, also das ist auch eine Mehrfachbezeichnung. Als Saunagast ist er zu sehen, er ist uns ein treuer Fahrer gewesen, er hat auch bei den Jägern einen Komparsen gespielt. Also wirklich ein sehr wandelbarer Mensch aus unserem Team. Vielen Dank. Josefine Lindner, genau. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Josefine hat es geschafft, mit ganz, ganz wenig Geld das Szenenbild für diesen Film herzustellen. Denn wir wollten natürlich, obwohl wir kein normales Budget für einen Film hatten, eine möglichst cineastische Welt schaffen. Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne dass sie den Bauernhof, auf dem wir gedreht haben, aber auch viele andere Motive nochmal wirklich umgestaltet hat. Vielen Dank. Und nicht zu vergessen, die Figur bin ich auch schon ganz lange kenne, einer der Freunde, die eben dann auch da waren, als Not am Mann war, der vor allem beim Bauen all dieser Räume immer wieder mitgeholfen hat, getragen hat, wo es nur gehen geschleppt hat. Vielen, vielen Dank. Gut, dann möchte ich mich natürlich noch bedanken bei den Sponsoren. Vielleicht sucht ihr euch schon mal einen schönen Sitzplatz wieder, denn direkt danach wird dann der Film auch zu gehen. Vielen Dank.
So, jetzt geht es zu den Sponsoren. Die wichtigsten Sponsoren bei diesem Film waren für mich zwei Menschen, die ich auch schon länger kenne. Michael und Anja Kramer würde ich auch gerne einmal nach vorne bitten. Mit meinem Vater früher dort zu Besuch, um beim Bauernhof vorbeizuschauen oder auch die Tischplatte, die ich heute in Berlin noch benutze, ist aus einem Holz geschnitten worden. Und als ich dann auf der Suche war nach einem Hof für unseren Film, sind wir zu euch gekommen und wurden mit offenen Armen empfangen. Und es war total großartig. Ich glaube, wenige andere hätten uns so sehr ausgehalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns wochenlang bei euch beherbergt habt, dass wir bei euch drehen durften, dass wir von euch verpflegt wurden. Also das war die größte Unterstützung und das größte Glück, was man sich wünschen konnte, weil es einfach auch das Hauptmotiv ist. Und wie gesagt, in der Geschichte geht es um einen Bauernjungen und es wäre ein Bauernjunge ohne einen Bauernmann. Vielen Dank. Und ich möchte mich natürlich auch unbedingt bedanken bei den vielen Sponsoren, die uns mit Geld unterstützt haben, die uns geholfen haben, diesen Film überhaupt erst möglich zu machen. Allen voran waren das Evonik Industries, die Dr. Hiller und Dieter Siegermann Stiftung, Dorma Kaba, die Sparkasse Ennepetal, die AVU Rahn Immobilien, der Rotary Club Ennepetal, die FDP Ennepetal, das Autohaus Büsken, die Pass GmbH und Co. KG, Gerüstbau Büchner, das Mobibad, die Büroorganisation Fuchs, Bata und natürlich Andrea Scheer, die uns nicht zuletzt mit Jugendplakaten, sondern noch vorher zahlreiche Male unterstützt hat, die für uns Werbung gedruckt hat, die Flyer ermöglicht hat. Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Und ich denke, jetzt ist es aber auch Zeit, den Film endlich anzufangen. Wir alle haben lange gewartet. Wir freuen uns, den Film jetzt endlich zeigen zu können. Vielen Dank.